Der Zweite Weltkrieg. Eine verzweifelte Zeit, in der die Menschheit immer schrecklichere Wege fand, sich gegenseitig umzubringen. Aus dieser Ausweglosigkeit entstanden die japanischen Selbstmordbomber, die als Kamikaze bekannt wurden. Für die Kamikaze waren Bombe und Bomber dasselbe. Sie waren bereit, im Namen des Kaisers ihre Flugzeuge bewusst auf Ziele zu lenken, und man sagte ihnen, dadurch würden sie selbst Götter. Wir werfen zum ersten Mal in Farbe einen Blick auf jene Männer, die willig ihr Leben opferten, und auf die Zerstörung und das Leid, das sie hervorriefen. Dies sind die Kamikaze. In den letzten 10 Monaten des Zweiten Weltkrieges befand sich das Land der aufgehenden Sonne in einer düsteren Lage. Als letztes Mittel sandten die japanischen Admiräle und Generäle über 25.000 Mann, damit sie ihr Leben als Teil einer organisierten Selbstmordmission verlieren. Heute erinnert man sich ihrer als Kamikaze. Ihr Blutzoll war fürchterlich. Hunderte alliierte Schiffe wurden zerstört oder sanken, und viele weitere wurden so stark beschädigt, dass sie nicht länger am Krieg teilnehmen konnten. Mehr als 7.000 alliierte Soldaten und Soldatinnen gaben ihr Leben durch die tödlichen Angriffe der Kamikaze-Flieger. Nur 25.000 Kamikaze-Piloten gelang es, Zehntausende weitere Soldaten zu verwunden und sie furchtbare Qualen erleiden zu lassen. Sie verursachten auf beiden Seiten unbeschreibliches Leid. Jungen und Mädchen, die ihre Väter verloren, Mütter, deren Söhne nie wieder nach Hause kommen würden. Die Kamikaze hinterlassen eine schmerzvolle Erbschaft. Sie opferten sich für ein Ideal, doch vergeblich. Wie tief der Kaiser gesunken war. Aber sein Untergang begann schon 2 Jahre, bevor die ersten Kamikaze-Piloten ihre Mission aufnahmen. Nachdem der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor die Welt betäubt hatte, sammelten sich die amerikanischen Truppen, um zu einem weltweiten Gegenschlag auszuholen. Die japanischen Piloten hatten zwar das Herz der US-Flotte im Pazifik versenkt, aber wertvolle Flugzeugträger verpasst, die während des Angriffs auf See waren. Diese Schiffe bildeten den Kern des Gegenangriffs und sorgten für Chancengleichheit im Pazifik. Am 18. April 1942, nur 5 Monate nach Pearl Harbor, starteten Lieutenant Colonel Jimmy Doolittle und seine Männer von dem Flugzeugträger USS Hornet. Mit Zielen in Tokio brachten die 16 B-25 den Krieg zu den Einwohnern Japans. Beiden Seiten ist klar, dass Flugzeugträger und von ihnen aus abhebende Bomber entscheidend für diesen Krieg sein würden. Die Japaner verloren 322 Flugzeuge, 4 Träger und 3.500 Soldaten ihres Reiches, darunter auch ihre besten Piloten. Es gibt Beweise, dass damals schon vorgeschlagen wurde, Sturzangriffe zu fliegen, bei denen der Pilot sein Leben opfern würde. Doch Yamamoto wollte davon nichts hören. Die Demütigung durch die erste japanische Niederlage auf See seit dem 16. Jahrhundert verwunderte die Japaner, und sie fragten sich wohl zum ersten Mal, warum sie überhaupt kämpften. Durch die Piloten hörten wir von der Niederlage. Je mehr ich erfuhr, desto zorniger wurde ich, nicht auf den Feind, sondern auf Vizeadmiral Nagumo und seine Mannschaft von Beratern. Dies berichtet ein japanischer Pilot.
Zusätzlich zu den verschont gebliebenen Flugzeugträgern entwickelten die Amerikaner den schnelleren und manövrierfähigeren Träger der Essex-Klasse, der mit erstaunlicher Geschwindigkeit aus den Werften lief. Diese schwimmenden Städte mit 3500 Mann Besatzung kamen dem Ziel immer näher, Doolittles Erfolg von 1942 auf einer Heimatinsel zu wiederholen. '42 und '43 näherten sich die US-Truppen Tokio immer weiter. Aber der Mangel an Flugzeugen war nicht das einzige Problem der Japaner. Sie brauchten auch fähige Piloten. Am 19. Juni 1944 ereignete sich, was heute als Truthahnschießen bekannt ist und bei dem der japanische Kaiser 10-mal so viele Flugzeuge verlor wie die Alliierten. Als sich der Rauch hob, waren den Japanern nur wenige Flugzeuge und Piloten geblieben. Neue Flugzeuge konnte man bauen, aber begabte Piloten waren nicht so einfach zu ersetzen. Während die Alliierten weiter von Insel zu Insel sprangen, kamen die Truppen des Kaisers immer weiter in große Bedrängnis. Der Mitsubishi Zero, der zu Beginn des Krieges die Luft beherrscht hatte, konnte weder so schnell noch so hoch fliegen wie die neuen amerikanischen Maschinen. Schon bald wurde die Nähe der US-Flotte zu einer Bedrohung für die japanischen Inseln. Die Alliierten führten ihre erfolgreiche Strategie des Inselspringens fort. Doch je näher sie Japan kamen, desto mehr wurde ihnen klar, mit welch wilder Leidenschaft die japanischen Bürger ihr Heimatland verteidigen würden. In Saipan nahmen sich unzählige Zivilisten und Soldaten lieber das Leben, als in feindliche Gefangenschaft zu geraten. Im festen Glauben, dass die Invasoren sie versklaven, vergewaltigen oder töten würden, tranken viele tödliches Gift oder hielten sich eine detonierende Granate an den Körper, statt sich zu ergeben. Ein Soldat schrieb in sein Tagebuch: "Schließlich gelangte ich an den Platz, wo ich sterben werde. Voller Freude denke ich daran, dass ich mit Ruhe sterben werde, so wie ein echter Samurai." Die schockierten amerikanischen Truppen mussten feststellen, dass die östliche Einstellung zu Selbstmord sich vehement von ihrer unterschied. Sie wurden Zeugen des Unvorstellbaren. Danach kam alles auf Berlin an, wo sich Hitler in ernsthaften Schwierigkeiten befand. Japan musste der Tatsache ins Auge sehen, womöglich zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Krieg zu verlieren. Es waren keine Freunde mehr übrig, die ihm helfen könnten. Das war eine bittere Pille, die die militärischen Führer des Kaisers nicht schlucken wollten. Mit dem Zusammenbruch der Achsenmächte würde es bald Japan gegen den Rest der Welt heißen. In dieser Situation hatten sich die amerikanischen Einsatzkommandos Ende Oktober 1944 im Golf von Leyte bei den Philippinen versammelt. Wenn die Alliierten die Philippinen zurückerobern würden, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch Formosa, Okinawa, Kyushu und sogar die Hauptinsel einnehmen. Die Japaner konterten mit einem Plan, der die Angreifer zurückwerfen sollte, und einige militärische Führer argumentierten, dass man für wenigstens diesen einen Plan die Verwendung von Rammattacken erneut überdenken sollte. Im 21. Jahrhundert sind wir an den Einsatz von wärmegesteuerten und sogenannten denkenden Bomben gewöhnt. Aber zur damaligen Zeit konnte man nur hoffen, dass Torpedos und Bomben ihr Ziel auch treffen würden. In dem Bewusstsein, dass viele Bomben erst gar nicht treffen würden, warfen die Alliierten viel mehr Bomben ab, als für die Zerstörung des Ziels nötig gewesen wäre. Das japanische Militär verfügte jedoch nicht über solche Ressourcen und Onishi schlussfolgerte daraus, dass jede einzelne Bombe treffen müsse.
Man müsse die jeweilige Bombe so lenken, dass jede garantiert und ohne Fehlschläge treffen würde. Pro Flugzeug ein Schiff, lautete seine Theorie, die allerdings erst noch bewiesen werden musste. Admiral Masafumi Arima beschloss, er wäre der Richtige für diese Aufgabe, bestieg sein Flugzeug und flog, bis er einen geeigneten Träger gefunden hatte. Die Besatzung der USS Franklin beobachtete erstaunt, wie er sich immer weiter näherte. Vielleicht war der Pilot tot und die Kontrolle war verloren gegangen? Trotzdem sah es ganz danach aus, als würde der Flieger auf das Deck zuhalten. Arima krachte in die Franklin und niemand hätte damit gerechnet, dass dieser Wind bald ein ausgewachsener Sturm werden würde. Durch Filme wie diesen hatten die Amerikaner nur eine vage Vorstellung des Volkes, das sie in den Krieg hineingezogen hatte. Für sie bestand Japan aus zarten und zerbrechlichen Madame Butterflies. Sie sahen lediglich ein edles Land, das jedes Jahr die ewige Schönheit der Kirschblüte feierte. Doch hinter dem Bildschirmer Geishas, die sich mit Teezeremonien und seidenen Kimonos beschäftigten, verbarg sich ein anderes Gesicht Japans. Das Land der Samurai mit ihrem Ehrenkodex Bushido. Gegen Ende des Krieges feierte Japan sein 2600-jähriges Bestehen. Während dieser Jahrhunderte hatten die Adligen eine auf Ehre basierende Tradition kultiviert. Ohne den Tod zu fürchten, waren sie gewillt, ihr Leben für ihren Herrn zu geben. Sie waren treue Verehrer des Kaiserhauses, direkte Nachkommen der Sonnengöttin. Für die Japaner war ihr Kaiser von jeher ein Gott. Doch obwohl ein göttlicher Herrscher auf dem Thron saß, lag die wahre Macht beim Militär. So starr die japanischen Traditionen in der Vergangenheit auch waren, wurde es in weniger als 100 Jahren zu einer modernen Nation. Wieso soll man nicht den Westen imitieren, fragten die militärischen Führer. Wieso keine Kolonialmacht werden und so die Bodenschätze erhalten, die Japan fehlen? Das benachbarte China war ein naheliegendes Ziel. Im Juli 1937 fiel Japan ohne vorherige Kriegserklärung in China ein und entfachte einen brutalen Konflikt. Der amerikanische Hobbyfilmer Francis Lyne brauchte für diese Bilder die Genehmigung der Besatzungsmacht Japan. Shanghai trug die Narben der Niederlage. Seine Einwohner würden die Invasion mit Vergewaltigungen und Plünderungen nie vergessen, obwohl die Japaner hier nicht so brutal vorgingen wie in anderen Städten. In Nanking massakrierten die Besatzer über 100.000 Zivilisten, darunter Frauen und Kinder. Zu dieser Zeit war Shanghai das Finanzzentrum und der größte Hafen Chinas. Die Stadt voller Abenteuer und Abenteurer bildete den Hintergrund für Hergés Tim und Struppi-Band Der Blaue Lotus. Die französischen, britischen und amerikanischen Einwanderer, die hier gelebt und gearbeitet hatten, packten ihre Sachen, auch wenn sie zunächst verschont blieben. Doch Tokio gab bald bekannt, dass es keine Einwanderer mehr im Land wünschte. Nach Aussage Japans wollte es mit seiner Invasion Chinas Asien von den Weißen befreien und griff damit unverblümt die Weltmächte an. Die erste Einheit des göttlichen Windes wurde im Oktober 1944 gegründet. Ihre Basis war der Luftwaffenstützpunkt Clark auf den besetzten Philippinen. Offiziell wurde sie Spezialangriffstruppe genannt. Mit der Entscheidung zur Bildung dieser Einheit gab sich ihr Kommandant und Anführer Takejiro Oneshi auf die Suche nach geeigneten Freiwilligen, die keine Familie zurücklassen würden. Er sagte, Japan ist in großer Gefahr. Im Namen eurer 100 Millionen Mitbürger bitte ich euch, euer Leben zu opfern und bete für euren Erfolg. Ich werde eure Bemühungen bis zum Ende beobachten und der Nachwelt von euren Taten berichten. Die gesamte 201. Einheit meldete sich.
Sie würden so lange fliegen, bis keiner mehr übrig war. Onishi schwor, ihnen zu folgen. Diese Freiwilligen behinderten den Plan der Alliierten, die Philippinen zurückzuerobern. Als am 22. Oktober die Schlacht um den Golf von Leyte begann, beherrschten Angst und Panik die amerikanischen Kräfte. Gegen die neue Einheit von Kamikaze-Fliegern gab es so gut wie keine Verteidigung. Zuerst glaubte man, es handelte sich um Piloten mit Motorproblemen, die noch Schaden anrichten wollten. Doch mit zunehmender Zahl wurde die Realität langsam bewusst. Eine Neuheit in diesem Krieg ist der Selbstmordbomber, für den schnellstens ein Gegenmittel gefunden werden muss, sagte Captain Ray Tarbuck, ein Repräsentant von General MacArthur. Im Gegensatz zum Abwerfen von Bomben aus großer Höhe war ein Kamikaze-Angriff wie eine persönliche Beleidigung, die Pilotenversion des Nahkampfes. Ich kann noch immer den Helm und die Schutzbrille des Piloten sehen, als er mit seinem Flugzeug im Meer versank, sagte Tommy Alexander von der USS Princeton. Selbst wenn sie ihr Ziel verfehlten, kamen die Piloten der Spezialangriffstruppe ihren Opfern gefährlich nahe. Wir sehen, wie die Besatzung der USS Essex gemeinsam beobachtet, wie der Pilot seinem Flugzeug ins Wasser folgt. Wir haben ihn nicht gesehen, bis er ca. 7000 Meter entfernt war. Er flog schnell und tief, und es ist mir ein Rätsel, wie er unserem Beschuss entgehen konnte. Doch er kam durch, berichtete Lieutenant Harry Stanley von der USS Bush. Oft konnten die Seeleute untersuchen, was von dem Flugzeug übrig war. Häufig auch den Leichnam des Piloten. Ironischerweise wurden diese Piloten manchmal mit allen militärischen Ehren beerdigt, obwohl sie versucht hatten, alle auf dem Schiff zu töten. In Japan selbst bezeichnete man die Kamikaze-Angriffe als letzte Geheimwaffe, als neue, glorreiche Erfindung in der Kriegskunst. Die Ritter des göttlichen Windes wurden als Retter und Götter verehrt. Die Kamikaze-Flieger verteidigen die kaiserliche Nation und zeugen glorreich von der Reinheit japanischer Herzen, sendete am 28. Oktober 1944 Radio Tokio. Eine Mutter schrieb an ihren Sohn, der bei der Einheit diente: Du bist mein Sohn und bist es auch nicht. Du bist der Sohn des Kaisers. Die US-Admiralität zerbrach sich den Kopf darüber, was man gegen die Kamikaze unternehmen könnte. Der Oberbefehlshaber der Operation im Pazifik, Admiral Chester W. Nimitz, war so bestürzt, dass er eine Nachrichtensperre verhängte. Keine Meldung über Selbstmordbomber sollte nach außen dringen. Wie sollte man den Müttern und Ehefrauen erklären, dass der Feind eine neue Waffe besitzt, die nur dann zu stoppen war, wenn Japan keine Piloten mehr besitzt? Dem Kommandeur der japanischen Luftflotte, Onishi, war bewusst, dass das amerikanische Volk den Krieg befürwortete, aber er spekulierte auch darauf, dass die Kamikaze Amerika zu einem Waffenstillstand zwingen würden. Die verhangene Nachrichtensperre bewies, dass Onishi recht haben könnte. Die amerikanischen Schützen hatten gezeigt, wie gut sie auf die breiten Unterseiten feindlicher Flugzeuge zielen konnten, denen sie Namen wie Oscar oder Val gegeben hatten. Doch ein auf sie herabstürzendes Flugzeug ist weit schwieriger mit Flugabwehrkanonen zu treffen. Dieser Tatsache war es zu verdanken, dass die Kamikaze in der Schlacht im Golf von Leyte so großen Schaden an der amerikanischen Flotte anrichten konnten. Ihre Methode war so revolutionär, dass die US-Luftabwehrgeschütze umgebaut werden mussten, damit sie nicht den eigenen Aufbau trafen. Von Anfang an verfolgten die Piloten des göttlichen Windes zwei unterschiedliche Angriffspläne. Der eine, bevorzugt von Kommandeur Onishi, besagte, sich dem Ziel in sehr geringer Höhe zu nähern. Der andere,
den die japanische Air Force verwendete, die schon bald ihre eigene Spezialangriffstruppe bilden würde, funktionierte am besten bei starker Bewölkung. Das Äußerste, das sich die Abwehrschützen erhoffen konnten, war ein Flugzeug so lange zu beschießen, bis es entweder zerstört war oder ins Meer fiel und keinen Schaden mehr anrichten konnte. Man kann den Aufzug als das Herz eines Flugzeugträgers bezeichnen. Ein Treffer dorthin verursachte den größtmöglichen Schaden, da er auch zahlreiche Flieger im Hangar zerstörte und den täglichen Betrieb, der das Bewegen und die Unterbringung der Flugzeuge beinhaltete, unmöglich machte. Andere Kamikaze sollten auf die Rollbahnen zielen, von denen die amerikanischen Flieger starteten. Da die Rollbahnen meistens aus Holz bestanden, konnte schon ein Streifen das Schiff wochenlang außer Gefecht setzen. Selbst wenn das Schiff an sich unbeschädigt blieb, so waren doch die Flugzeuge an Deck ein wertvolles Ziel. Weil in den Trägern Munition und Treibstoff für die Flugzeuge an Bord gelagert wurden und die Kamikaze zusätzlich mit 550 Pfund Bomben ausgestattet waren, verursachten deren Sturzflüge meistens gewaltige Explosionen. Kommandeur Onishi hatte erreicht, was er erhofft hatte. Der Mitsubishi Zero erwies sich als äußerst effektiv und alle, die ihn als Benzintank mit Flügeln bezeichnet hatten, wurden eines Besseren belehrt. Der Zero erwies sich als sehr geeignet für die Kamikaze-Flieger. Das Fehlen von Waffen garantierte beinahe seine Explosion beim Aufschlag, und je mehr Treibstoff er getankt hatte, desto besser war es. Oft war es nur den tapferen und heldenhaften Männern von der Schadenskontrolle zu verdanken, dass die Opferzahlen nicht katastrophale Höhen erreichten. Nach den Bränden musste unter größten Mühen aufgeräumt werden und nur allzu häufig verursachten das Löschwasser sowie der Schaum nochmals Schaden an der Schiffsausrüstung. Für die Piloten des göttlichen Windes gab es nur eins, das heldenhafter als der Tod war. Nicht zu sterben. Sollten sie einmal nicht in der Lage sein, ein feindliches Schiff zu finden, wurde ihnen gesagt, sie sollten zurückkehren und sich auf den Tod an einem anderen Tag vorbereiten. Die damit verbundenen psychischen Qualen waren sicher unbeschreiblich. So sagte ein Pilot der japanischen Air Force: Wir stellten uns mit hängenden Köpfen in einer Reihe vor dem Kommandeur auf und er sagte zu uns, auch wenn es schwerfällt, wartet eine neue Chance auf euch, einen feindlichen Flugzeugträger zu zerstören. Wir alle schauten einander schweigend an. Die Kamikaze verfielen auf die Taktik, sich hinter einer Gruppe von Flugzeugen zu verstecken, die wieder zur Basis zurückkehren sollte. Das amerikanische Radar war zwar hoch entwickelt, aber doch nicht genug, um feststellen zu können, wer wer ist. Besonders, wenn in der Dämmerung angegriffen wurde. Dennoch konnten Selbstmordattacken zu jeder Tageszeit stattfinden. Der wichtigste Befehl, noch wichtiger als das Wann und Wo des Angriffs, wurde von einem Kommandeur der Kamikaze so formuliert, der seinen Männern sagte: Kommt tot zurück. In den ersten Tagen der Schlacht von Leyte wurde beinahe jedes Schiff der amerikanischen Flotte, das sich im philippinischen Meer aufhielt, von den Piloten des göttlichen Windes getroffen. Am 25. Oktober 1944, dem dritten Tag der Schlacht, bestürmte eine weitere Welle von Kamikaze in der Nähe der Insel Samar die Task Force 77. Alles erschien halb so wild, bis eine Kamikaze-Bombe beim Hangar explodierte, durch die auch klaffende Lecks entstanden, durch die das Schiff Wasser aufnahm.
Eine zweite Welle von Fliegern, hauptsächlich Yokosukas, griff nur 20 Minuten später an. Und die Luftabwehr hatte alle Hände voll zu tun, diese auf Abstand zu halten. Schließlich gelang es einem Begleitschiff, die Feuer zu löschen. Aber es war zu spät. Das Korps war so erfolgreich und die Lage der Japaner noch immer schwierig, dass es zwingend nötig erschien, mit dem Plan zur Verteidigung der Philippinen fortzufahren. Selbstmordflüge waren so kraftvoll, dass man sie fast als Sucht bezeichnen könnte. Der göttliche Wind würde nicht wieder verschwinden. Doch wieso waren so viele bereit, alles für ein untergehendes Kaiserreich zu opfern? Diese Piloten waren die jüngste Verkörperung des göttlichen Windes, der Japan seit Jahrhunderten beschützt hatte. Die Ritter des göttlichen Windes waren mit religiösen Pflichten aufgewachsen. Offiziell galt zwar Religionsfreiheit, aber von jedem Bürger, insbesondere den Soldaten, wurde die Einhaltung von Shinto-Praktiken erwartet. Darunter auch die Anerkennung des Kaisers als Gott. All dies wurde im Abschiedsritual der Kamikaze vereint. Der Kommandeur toastete den Piloten mit Sake zu, einem Geschenk des Kaisers. Die Piloten wurde ein Platz im Yasukuni-Schrein sowie eine posthume Beförderung garantiert. Außerdem würden ihre Heldentaten dem Kaiser Hirohito berichtet. Wir sehen uns am Schrein, war ein beliebter Abschiedsgruß, wenn die Piloten zu ihren Missionen in die Flugzeuge stiegen. Japan besaß eine hochentwickelte Kultur, auf die Kamikaze mit Recht stolz waren. Ihre Vorgesetzten sagten ihnen, dass ihr Opfer der einzige Weg sei, diese Kultur zu erhalten. Der einzige Weg, ihre Heimat zu retten. Die Sicherheit und das Fortbestehen unserer Familien standen an erster Stelle. Frauen, Kinder und alte Männer waren bereits zu sinnlosen Opfern der Bomben und der Maschinengewehre geworden. Deshalb war es nur natürlich, dass wir alles unternehmen würden, um unsere Familien zu schützen. Koste es uns, was es wolle, erklärte ein japanischer Air Force-Pilot die Selbstmordattacken. Nagatsuka Ryuji, Japanese Army Air Force. Doch warum war das Militär bereit, seine besten und intelligentesten Männer zu opfern? Wenn die Arme gebrochen sind, dann kämpfe mit den Beinen. Wenn deine Beine gebrochen sind, dann benutze deine Zähne. Und wenn dein Körper den letzten Atem ausgehaucht hat, kämpfe mit dem Geist, sagte ein japanischer General. Während sich die Schiffe im Golf von Leyte auf den größten Kampf der Marinegeschichte vorbereiteten, landete General MacArthur triumphal auf philippinischem Boden. Es waren schreckliche 18 Monate gewesen, seit die Japaner nach ihrem Erfolg in Pearl Harbor die Philippinen besetzt hatten. General MacArthur hatte bei seinem erzwungenen Abzug geschworen, er werde zurückkehren. Am 20. Oktober 1944 konnte er sein Versprechen endlich einhalten. Doch es würde Monate dauern, bis es ihm gelang, die Japaner von allen philippinischen Inseln zu vertreiben. Während die Alliierten sich vom späten Oktober bis Neujahr von Insel zu Insel vorarbeiteten, wurden ihre Schiffe im Golf von Lingayen von den Kamikaze angegriffen, um zu verhindern, dass die Alliierten die Insel Luzon mit der Landeshauptstadt Manila einnehmen. Der Kommandeur über die Einheiten im Pazifik, Admiral Nimitz, wurde angefleht, die Flughäfen anzugreifen, von denen aus die Kamikaze starteten. Doch es bestand bereits ein Mangel an Ressourcen. Ein untergeordneter Admiral, William Bull Halsey, ließ aber nicht locker und US-Bomber begannen eine Operation auf den Flughafen Clark und andere Flughäfen, die verdächtigt wurden, Ausgangspunkt für den göttlichen Wind zu sein.
Unglücklicherweise waren die japanischen Mechaniker inzwischen Könner im Verstecken der Flugzeuge im nahen Dschungel und in der Konstruktion von Attrappen, die auf den Flugfeldern standen. In den folgenden Monaten bombardierten die US-Streitkräfte viele Zeros. Doch es war ihnen nicht klar, dass es sich dabei nur um Ziele aus Sperrholz handelte. Es würde noch eine Weile dauern, bis die Alliierten dahinter kämen. Ihnen erschien es zunächst, als nehmen die Kamikaze-Angriffe einfach kein Ende. Genau wie die Blutbäder. Am 30. Oktober wurden drei Flugzeugträger in der Nähe der Insel Sabu schwer getroffen. Große Feuer wüteten auf der Intrepid, doch die furchtlosen Männer der Notfalleinheit bekamen sie schnell und gekonnt unter Kontrolle. Der Schaden an der Franklin, die erst zwei Wochen zuvor als erstes Schiff von einem Kamikaze getroffen worden war, war der schlimmste von diesen dreien. Die Zahl der Todesopfer hielt sich jedoch in Grenzen. Die Toten und Verletzten auf der Bellow Wood waren eine andere Geschichte. 92 Männer starben und 54 wurden schwer verletzt. Die Franklin und die Bellow Wood sind zur Schlacht und zur Reparatur in ein Dock.